Ich möchte heute Abend das Thema, das sich diese ganze Veranstaltungsreihe gesetzt hat, ein bisschen in einen weiteren Rahmen stellen. Nicht nur Geld, sondern auch in Weltwirtschaft, die Entwicklungen der letzten 30 Jahre. Was hat die letzten 30 Jahre die neoliberale Ära ausgemacht? Welche Strukturen haben sich entwickelt? Das ist das Thema, das ich Ihnen kurz vorstellen möchte. Das, was die letzten 30 Jahre charakterisiert hat, war von den großen Unternehmen aus der Versuch und die Praxis, ihre Produktionsketten, ihre Wertschöpfungsketten ganz generell auf sehr viele Länder zu verteilen, auf sehr viele Standortvorteile zu stützen, in diesem Sinne globale Wertschöpfungsketten zu schaffen. Es wissen heute alle, dass in fast keinem Industrieprodukt sozusagen nur Swiss-Made-Dinge drinstecken oder US-Made-Dinge, sondern diese Dinge entstehen heute global. Wir hatten in den letzten 20 Jahren starke Bemühungen, den Weltmarkt zu einer Art Binnenmarkt für grenzüberschreitend tätige Unternehmen auszubauen. Der Höhepunkt wurde erreicht mit der Gründung der WTO, der Welthandelsorganisation. Da ging es darum, nicht nur Zölle abzubauen, das ist ein Unternehmen, das die westlichen Staaten schon nach dem Zweiten Weltkrieg relativ konsequent und sukzessive an die Hand genommen haben, sondern es ging vor allem auch darum, sämtliche politischen Marktregeln, die ja die Staaten sozusagen in eigener Regie erlassen haben, zu harmonisieren, zu standardisieren und in diesem Sinne Bewegungsmöglichkeiten für die Unternehmen zu schaffen, dass sie davon ausgehen können, ich muss in Deutschland nicht wesentlich anders geschäften als in Japan oder in Indonesien. Zumindest war das die Zielsetzung. Und ein erster großer Schub solcher Handelsöffnungen, einer solchen Harmonisierung der Märkte wurde mit diesem WTO-Vertrag erreicht. Seither kämpfen die westlichen Staaten für eine weitere, noch tiefere Angleichung der Marktstandards, sozusagen die letzte Abschaffung von nationalen Eigenheiten der Regulierungen, sind aber in den letzten 10 Jahren stecken geblieben, weil die Gesamtheit der Entwicklungsländer sich dem verweigert und sie haben im Moment die Mehrheit in der WTO. Parallel dazu, ich meine, es lohnt sich nur dann, einen Binnenmarkt aus der Welt zu machen, wenn auch die Finanzströme frei fließen, grenzüberschreitend frei fließen können. Seit Ende der 80er Jahre waren deshalb starke Anstrengungen da, auch die Entwicklungsländer zu einer Öffnung ihres Kapitalverkehrs zu bringen, Devisenverkehrskontrollen abzuschaffen, Kapitalverkehrskontrollen abzuschaffen und ihre Währungen handelbar zu machen. In der Schweiz ist man sich meistens nicht bewusst, dass die Schweiz hier seit langer Zeit eine Sonderrolle spielte. Nicht die Schweizer Währung war kurz nach dem Krieg wieder frei handelbar. Alle unsere Nachbarn kannten keine freie Handelbarkeit ihrer Währungen für lange Zeit. Die letzten Kapitalverkehrskontrollen in Europa sind erst in den 80er Jahren abgeschafft worden. Also es ging darum, Finanzströme grenzüberschreitend frei gestalten zu können für die Investoren. Und es ging auch darum, sie von den Regulierungen zu befreien, die im Gefolge der großen Weltwirtschaftskrise der 30er Jahre in vielen westlichen Staaten eingeführt worden sind. Ein Höhepunkt bildlich war während der Bush-Junior-Regierung ein Auftritt der staatlichen Bankenregulierer der USA,
die mit Kettensägen Papier versägt hatten, nämlich Regulierungen, um zu zeigen, dass wir jetzt über dieses Zeitalter hinaus sind, wo der Bankensektor, der Finanzsektor staatliche Regulierungen braucht. Die Botschaft war, die Finanzmärkte, die Investoren sind heute in einer selbstregulierenden Welt, die automatisch zum Gleichgewicht tendiert. Das war 4 Jahre vor 2008. Damit einher ging, wenn man so will, eine Entnationalisierung der wirtschaftspolitischen Entscheidungen. Sie kennen den Diskurs aus jedem europäischen Land, auch aus der Schweiz. Der Diskurs sagt, ja, aber die Weltmärkte bewegen sich in diese Richtung. Hier können wir nicht darüber hinausschießen, uns keine nationale Besonderheit erlauben. Hier sind wir gezwungen, Regulierungen zu übernehmen, neue Regeln, nämlich Liberalisierungen und so weiter. In der EU konnte man immer sagen, das ist jetzt EU-Recht. In der Schweiz hat man gesagt, es ist EU-Recht. Und wenn wir teilnehmen wollen am Binnenmarkt, dann haben wir uns dem zu öffnen. Das führt dazu, dass wir heute über Dinge abstimmen können, wie das Verbot von Moscheebauten oder Rauchverbote, sehr beliebt. Aber sie haben eigentlich politisch nicht mehr zu entscheiden über wichtige Dinge, über wirtschaftliche Dinge, die unser aller Leben berühren. Das ist ausgelagert, das ist globalisiert. Hier diktieren Weltmärkte, hier diktieren Finanzmärkte oder supranationale Institutionen. Tatsächlich wird natürlich international reguliert. Die Regierungen sitzen zusammen. Sie sind Exekutive, Legislative und Judikative in einem. Es gibt keine Checks and Balances. Die einzigen, die mit einem gewissen Gewicht an diesen Aushandlungen teilnehmen, sind Unternehmerverbände und große Unternehmen. Weite Teile zum Beispiel des Dienstleistungsvertrags der WTO, der heute geltendes Recht ist, weltweit, sind geschrieben worden von den Dienstleistungsverbänden der USA. Weite Teile des Binnenmarktrechts der Europäischen Union sind in den 80er Jahren vom European Business Roundtable vorverfasst worden. Diese Gruppen haben eine Stimme. Wir selber haben praktisch keine Stimme mehr in diesen Angelegenheiten. Was sind die Resultate? Was hat sich ergeben in den letzten 30 Jahren? Das eine, was mit diesem schrecklichen Wort Finanzialisierung der Realwirtschaft beschrieben wird. Unternehmen sind zur Handelsware geworden. Sie werden verkauft wie irgendwelche Warengüter oder Finanzprodukte. Sie werden ausgeweitet. Das Hauptzweck eines Unternehmens ist, die Shareholder, die Investoren anzuziehen mit hohen Renditen, sie zu befriedigen. Es wurden fantastische Ideen breit in den letzten 20 Jahren bis vor der Finanzkrise, dass eine anständige Eigenkapitalrendite doch zweistellig zu sein hat, bei einem sehr tiefen einstelligen Wirtschaftswachstum in allen westlichen Ländern, wo man sich dann fragt, woher kommt genau diese Rendite, wer bezahlt sie. Wir hatten in den letzten 3 Jahrzehnten in dieser Ära wachsende soziale Ungleichheit in verschiedener Hinsicht, von Löhnen, von wer rahmt eigentlich das Wirtschaftswachstum der westlichen Länder ab. In den 80er Jahren ist das ganze Produktivitätswachstum, das in den USA erzielt worden ist, durch 1%, durch das oberste Prozent abgeschöpft worden. Wir haben in den letzten 10 Jahren erlebt,
wie wegen stagnierenden Masseneinkommen in den beiden angelsächsischen Kernländern mehr und mehr Kredit, Konsumkredit, Häuserkredit, Kredit an kleine Leute überhaupt noch ein Nachfragewachstum ermöglicht hat, mit der Folge von 2008 der Finanzkrise. Wir haben in dieser Zeit erlebt eine Tendenz zu Überinvestitionen. Es gibt sehr viel mehr Autoproduktionskapazitäten heute als Autokäufe. In vielen solchen schwerindustriellen Bereichen ringen die Unternehmen mit Überinvestitionen. Wir haben eine schwache Nachfrage und wir haben eigentlich eine Inflation nicht mehr der Löhne und der Preise, sondern eine Inflation der Kapitalanlageklassen. Spekulationsblasen waren nichts anderes als eine inflationäre Entwicklung dort, wo man Preise in die Höhe treiben konnte, mit der Illusion, dass dahinter dann immer noch Werte stecken, die man irgendwann zu einem beliebigen Zeitpunkt wieder lösen kann. Was ist das Verhältnis zwischen Industrieländern und Entwicklungsländern in diesen 30 Jahren betrifft? Hatte die Politik, die von westlichen Ländern aus gepusht wurde, eine Zweiteilung der dritten Welt zur Folge? Ein großer Teil der südamerikanischen Länder und der afrikanischen Länder ist 1982 in die sogenannte Schuldenkrise geraten, die ich jetzt nicht erklären will. Sie waren aber nachher diese Länder darauf angewiesen, wenn sie weiterhin sozusagen Devisen erhalten wollten, um lebensnotwendige Importe zu tätigen, waren sie angewiesen auf Kredite in harten Währungen. Diese Kredite wurden ihnen gegeben vom Internationalen Währungsfonds und von der Weltbank. Zwei Institutionen, die durch die westlichen Länder beherrscht werden, die dort Mehrheitseigner sind. Diesen Ländern haben wir eine Wirtschaftspolitik aufgezwungen. Sie erhielten Geld, sie mussten sich sogenannt reformieren. Die Reform ging in die Richtung, die typisch war für diese Zeit, also die Öffnung der Grenzen, die Öffnung für den Handel. In vielen Ländern war das mit einer Desindustrialisierung verbunden, weil natürlich viel wettbewerbskräftigere Unternehmen diese schwachen Industrien in afrikanischen oder in einem Großteil der lateinamerikanischen Staaten auf die Seite wischen konnten. Sie wurden gezwungen oder dazu bewegt, ihren Kapitalverkehr zu öffnen oder ihre Währungen schrittweise handelbar zu machen. Es gibt eine Klasse von Entwicklungsländern, die nicht in die Schuldenkrise geraten sind, 1982 und Folgejahre, und die eine eigenständige Politik weiterverfolgen konnten. Das sind heute die erfolgreichen Entwicklungsländer. Das ist China, das sich nicht darum kümmern musste. Das ist Indien, dessen Regierung bis Ende der 80er Jahre immer dachte, eine Verschuldung in Dollar oder sonstiger westlicher Währung ist die Preisgabe unseres politischen Spielraums. Wir werden dann Knechte von denen. Das sind aber auch südostasiatische Staaten gewesen. Und das war zum Teil dann Brasilien, später erst Mitte, Ende der 90er Jahre. Schließlich hat diese ganze Zeit charakterisiert, dass die USA mehr und mehr sozusagen der größte und mächtigste globale Schuldner wurden. Eine paradoxe Situation. Die USA waren nach dem Zweiten Weltkrieg der größte Gläubiger der Welt. Sie sind heute der größte Schuldner, werden auch nicht geschlagen von Griechenland, das keine Masse auf die Waagschale bringt. Und sie waren auch der Consumer of Last Resort. Wenn Sie sich erinnern an alle Rezessionen, die Sie, wenn Sie ein bisschen länger gelebt haben, schon durchgemacht haben, dann war sozusagen die Konjunkturerholung in den USA der Beginn des Endes der Rezession. Das war 73, 75 so, das war 79, 80 so, das war anfangs der 90er Jahre wieder so.
Das war sogar nach der Subprime-Krise so. Das ist heute nicht mehr so. Dass die USA als globaler Schuldner zwar weiter existieren, aber nicht mehr Consumer of Last Resort sind, ist heute das große Problem, das diskutiert wird. Könnten vielleicht die chinesischen Bauern die USA ablösen? Könnten sie vielleicht die fehlende Nachfrage bieten, die die USA nicht mehr bieten? Noch ein bisschen zur Illustration dessen, was ich jetzt vorgetragen habe. Diese Kurve zeigt von 1950 bis 2010 die Entwicklung der Arbeitsproduktivität in den USA. Das ist die obere Kurve, steil aufwärts. Und sie zeigt die Entwicklung der durchschnittlichen Stundenlöhne in den USA. Bis in die 70er Jahre verliefen diese parallel. Das heißt, die Löhne beteiligten sich am Produktivitätsfortschritt der Wirtschaft. In diesem Sinne hielten sie ihren Anteil am Volkseinkommen. Seit den 70er Jahren stagnieren sie. Sie können den Produktivitätswachstum, können Sie sozusagen als Indikator des Reichtums oder des wachsenden Reichtums nehmen. Diese Schere heißt, hier wurde anders umverteilt als vorher. Wenn bis in die 70er Jahre der Anteil der Kapitaleinkommen und der Arbeitseinkommen sozusagen konstant blieb, hat sich nachher der Anteil der Kapitaleinkommen entkoppelt. Sie sind eigentlich die Einzigen, die vom Wirtschaftswachstum in den USA noch etwas gehabt haben. Sie können diese Kurven für alle westlichen Länder zeichnen. Sie werden zum Teil andere Zeitpunkte haben. Die Auseinanderentwicklung war ausgeprägt in Westeuropa erst ab den 90er Jahren. In der Schweiz ist die Entwicklung nicht so ausgeprägt, aber die Schweiz hat hier einen Sonderstatus gehabt. Wie steht es heute sozusagen um die Menschheit oder um ihren Anteil am gesamten Weltwirtschaftsprodukt, das letztes Jahr 69.000 Milliarden Dollar umfasste? Sie sehen hier, dass das reichste Zehntel der Menschheit hat einen Anteil von 57% am gesamten Weltwirtschaftsprodukt. Wir gehören zu diesem reichsten Zehntel. Die arme Hälfte der Menschheit, die Hälfte, hat einen Anteil von 6,6%. Dann sehen Sie noch einen schwachbrüstigen Mittelstand zwischen ihnen. Das sind Zahlen von 2005, das wird sich leicht verschoben haben. Nicht zuletzt dank Finanzkrise ist der Anteil des reichsten Zehntels vielleicht nicht mehr so stark, wie das 2005 der Fall gewesen sind. Diese Angaben sind im kaufkraftgewichteten Dollar, entsprechen also dem, was man in jedem Land mit einem Dollar kaufen kann und so egalisiert ist. In den letzten Jahren, seit wir in der Krise stecken, wurde viel mehr problematisiert. Die westlichen Wirtschaften sind in der Krise, wir werden heute überrollt von mächtigen Konkurrenten, allen voran natürlich China, aber auch andere Schwellenländer und Entwicklungsländer. Um die Verhältnisse etwas realistisch zu zeigen, hier ein Vergleich der Pro-Kopf-Produktion oder des Pro-Kopf-BIPs für ausgewählte Länder. Das ist im laufenden Wechselkurs Dollar. Weil Sie können ja mit einem kaufkraftgewichteten Dollar können Sie nichts kaufen auf dem Weltmarkt. Dafür müssen Sie Dollar kaufen und das geht zu realen Wechselkursen. Alle Länder oder die meisten sind ärmer, wenn sie zu Wechselkursen sich auf dem Weltmarkt etwas kaufen müssen, außer Länder wie die Schweiz oder andere. Wir haben die Schweiz 2011 ein Pro-Kopf-Produkt von 80.000 Dollar gehabt. Sie sehen China, ein gefährlicher Konkurrent, 5.000 Dollar pro Kopf. Indien,
Die schweizerische Außenministerin sagte eine Großmacht. Eine wirtschaftliche Großmacht. $1,500. Burkina Faso, ein normales afrikanisches armes Land, kommt auf $600. Wenn irgendwo heute internationale Verhandlungen stattfinden, wo es darum geht, was machen wir zusammen, wer übernimmt Verantwortung oder wer beteiligt sich an der Lastenteilung, dann sind den Unterhändlern der Entwicklungsländer diese Zahlen völlig bekannt. Ich stelle fest, schweizerische Unterhändler gehen mit anderen Fantasien in diese Verhandlungen. Sie würden hier China, diese Säule, in den Himmel hinaufbringen und sie würden auch Indien sehr viel stärker darstellen. Und in diesem Sinne reden sie auch oft aneinander vorbei. Man hat nicht dieselbe Auffassung davon, was tatsächlich in der Weltwirtschaft abläuft. Eine Illustration zur Zweiteilung der dritten Welt. Das Rechteck ist sozusagen das Weltwirtschaftsprodukt zusammengezählt für alle. In vier Messpunkten 1960, 1980, 1990 und 2008. Sie sehen, dass der Anteil der Industrieländer oben kontinuierlich gesunken ist, relativ rasch seit 1990. Macht aber immer noch 44,3% aus. In den Industrieländern lebt ein Sechstel der Menschheit, ein Sechstel. Das ist natürlich ein beachtlicher Anteil an der Weltwirtschaft. Man sieht sehr deutlich rot den großen Fortschritt in Asien, zur Hauptsache natürlich auf China zurückzuführen, aber auch Südostasien. Ein viel geringeren Ausmaß auch auf Indien. Mit heute einem Anteil von 38%. Das war 1960 erst 16%. Dann sehen Sie stagnierende Größen. Afrika hat seinen Anteil zwischen 1960 und 2008 praktisch nicht verändert. Ist aber bevölkerungsmäßig stark gewachsen. Entsprechend steht es heute schlechter da. Was man hier nicht sieht, ist, es gibt einen kleinen Fortschritt in den letzten paar Jahren. Dafür ist diese Darstellung viel zu grob. Sie sehen, Lateinamerika stagniert, eher abgenommen, hatte seinen Höhepunkt 1980 erreicht. Und Sie sehen den ganzen Exos-Block, also die Sowjetunion und die vorgelagerten osteuropäischen Länder, sie stagnierten und schrumpften gegen 1989 und sind auch regelrecht eingebrochen. Man sagt ja üblicherweise, dass, das ist die ökonomische Lehre, dass Kapital von den reichen Ländern in die armen Länder fließt, weil es dort sinnvoller eingesetzt wird, größere Renditen erwarten kann. Man müsste also davon ausgehen, dass netto mehr Kapital vom Norden in den Süden fließt als umgekehrt. Dem ist nicht der Fall. Sie sehen hier zwei Kurven, relativ schematisch. Es geht mir darum, dass man einfach den Abwärtstrend sieht. Die zweitoberste Linie ist null. Alles, was drüber wäre, wäre ein positiver Nettofluss von Norden in den Süden. Sie sehen das Umgekehrte, einen negativen Fluss. Das heißt, Entwicklungsländer und auch Transitionsländer verschieben mehr Geld in den Norden als umgekehrt. Wieso? Es gibt verschiedene Gründe. Das eine ist Kapitalflucht der einheimischen Eliten. Das zweite ist die Steueroptimierung von multinationalen Konzernen und ihre heute fast völlige Freiheit, alles zu repatriieren, was sie an Gewinnen machen. Und das Dritte sind die Währungsreserven. Sie sehen hier, der Aufbau von Währungsreserven seit 2002 von China und anderen Entwicklungsländern.
Wichtig ist nur das starke Anwachsen hier ist für den Vortrag. Dieser Aufbau, dieser rasante oder gewaltige Aufbau von Währungsreserven ist eine politische Reaktion auf die Asien-Finanzkrise 1997-98. Viele asiatische Länder, südostasiatische, waren damals gezwungen, Kredite beim IWF aufzunehmen. Mit harten Auflagen, Privatisierung, Verkauf von Unternehmen, Abschaffung von irgendwelchen wirtschaftspolitischen Steuerungsinstrumenten. Die meisten dieser Länder haben ihre Kredite sehr rasch zurückgezahlt und verfolgen heute eine Politik, nie mehr abhängig zu werden von westlichen Geldgebern in Finanz- und Währungsschwierigkeiten. Der Aufbau von Währungsreserven dient diesem Zweck. Vieles dieser Gelder wird dann angelegt in den USA, Schulden auf Last Resort, oder fließt nach Europa, oder fließt in Unternehmen, Blue Chips Unternehmen, oft auch westliche Unternehmen, fließt also zu uns, ist aber in ihrem Besitz. Was könnte man, was müsste man ändern oder worüber wird diskutiert auf internationaler Ebene? Ich bringe das nur sehr summarisch. Sie haben ja zwei Tage, Samstag, Sonntag, wo das im Zentrum steht. Was diskutiert wird und was eigentlich stark gefordert wird, sowohl von einzelnen Entwicklungsländerregierungen, von den meisten Thinktanks in den Entwicklungsländern und von allen zivilgesellschaftlichen Kräften dort, ist ein neues internationales Regime des Handels- und Kapitalverkehrs. Das eine, könnte man am besten sagen, wäre die Domestizierung der Finanzwirtschaft, die Rückkehr zum Boring Banking, eine Verunmöglichung dieses grenzüberschreitenden, sekundenschnellen Geschäfts ohne weitere Regulierungen und Kontrollen, die von den Staaten ausgeübt werden. Herr Zeyer hatte gesagt, die Staaten könnten ja sofort natürlich einzelne Dinge verbieten, was stimmt. Sie könnten es tun. Also wenn ich zum Beispiel die Schweiz nehme und schaue, welche Macht oder welche Parteien die Macht haben im Parlament, dann sind das lauter Parteien, die das nicht wollen. Und natürlich die Regierung spiegelt dieses Kräfteverhältnis. Sie will auch nicht. Und wenn sie eine Idee in diese Richtung fasst, dann sind die bestbezahlten Lobbyisten unterwegs, um das zu verunmöglichen. Und am Schluss hätten wir eine Volksabstimmung, wo die Economie Suisse mit 20 Millionen uns weismachen würde. Wollen sie verarmen im Alter? Wollen sie ihre Mutter ins Alter einstecken, wenn es um solche Regulierungen geht, damit wir alle Nein stimmen? Das Zweite, was in Diskussion ist, was verlangt wird, was zum Teil natürlich im Gange ist, ist eine Erhöhung der regionalen, damit meine ich zum Beispiel die Europäische Union, oder der einzelstaatlichen politischen Spielräume im Handelsregime oder in der Regulierung des grenzüberschreitenden Handels. Es geht nicht darum, in Protektionismus oder Schließung der Grenzen überzugehen, aber es geht darum, dass man nicht sagen kann, es gibt eine Weltwirtschaft. Es gibt eine Gruppe von sehr starken, wettbewerbsfähigen Unternehmen im Norden. Und es gibt einige C- und D-Mannschaften im Süden. Und sie spielen nach denselben Spielregeln. Das ist wie wenn sie ein Leichtgewicht im Boxen gegen das Schwergewicht antreten lassen. Der Ausgang ist immer klar. Das kann man korrigieren, ohne dass sozusagen der Handel unterbrochen werden muss. Aber das ist sozusagen das, was dahinter steckt. Wenn Entwicklungsländer heute sagen, wir wollen mehr Policy Space und wir wollen keine Regeln mehr in der WTO, die das weiter verunmöglichen. Es gibt einen zweiten Hintergrund für diese ganzen wirtschaftlichen oder Geldfragen, den man nicht vergessen sollte und der an diesem Wochenende auch thematisiert wird. Wir haben eine Wirtschafts- und Finanzkrise im fünften Jahr. Und wir stehen an sich an der Schwelle einer Klima-
und Umweltkrise. Sie hat schon begonnen, sie betrifft die Schweiz nicht, Deutschland auch nicht, also hier fühlt man sich noch ziemlich wohl. Aber es ist eigentlich allen klar, dass es sinnvoll wäre, in den nächsten 20, 30 Jahren aus den fossilen Energien auszusteigen, sie zu ersetzen durch erneuerbare Energien. Wir wissen, dass realpolitisch im Moment etwas anderes geschieht. Mit dem Fracking von Schelfgasen und Schelföl, das jetzt von den USA ausgehend propagiert wird weltweit, werden im Moment neue Quantitäten entdeckt zu sehr billigen Preisen, die den Aufbau von erneuerbaren Energien direkt konkurrenzieren. Und sind dieselben Kreise, die heute ein Lobbying veranstalten, dass all diese Einspeisungsvergütungen für erneuerbare Energien in die Elektrizitätsnetze der restlichen Länder abgeschafft werden sollen. Es ginge darum, in den nächsten 20, 30 Jahren große Fortschritte zu machen für Produktionen in geschlossenen Materialien, Material- und Stoffkreisläufen. Es wäre wichtig, die Wertschöpfungsketten, die heute global sind, wieder zu re-regionalisieren. Globale Wertschöpfungsketten funktionieren nur dann, wenn sie viel billige Energie haben und das keine Rolle spielt. Und fürs Klima spielt das eine Rolle. Und es wäre auch sehr sinnvoll und wichtig, in den nächsten 20, 30 Jahren nicht nur den Streit zu entscheiden, ob die Menschheit in 30 Jahren durch gentechnische Landwirtschaft ernährt werden soll, Großlandwirtschaft, sondern auch wirklich die Alternative anzupacken, nämlich die über eine Milliarde kleinbäuerlichen Familien, die heute noch überleben von der Arbeit auf ihrem Land, ihnen so weit behilflich zu sein, dass sie ihre Subsistenzlandwirtschaft modernisieren können, biologisch modernisieren können und dass sie tatsächlich einen substanziellen Beitrag zur Ernährung ihrer Länder leisten können. Das sind so die Stoßrichtungen, die ich meine, sind heute in Diskussion. Das ist natürlich sehr abstrakt. Niemand hat jetzt damit eine Handlungsanleitung, aber vielleicht ist es anregend für Ihre Diskussion am Wochenende. Danke.